Was haben Sie denn für ein Gefühl heute bei der Wahl? Also schwer zu sagen. Ich höre, dass die Wahlbeteiligung eher erschreckend niedrig ist. Ohne Briefwähler so Anfang 30. Das sind natürlich Werte, die ja schon ans Eingemachte eines demokratischen Gefüges gehen. Wenn die Menschen nicht mehr ihre Rathäuser wählen, dann verlieren wir irgendwann den Bezug zueinander. Und das ist nicht gut. Und ich glaube, gerade hier im Rathaus ist eine Menge gemacht worden, um sich zu öffnen, um Menschen einzuladen. Es kann nicht ausschlaggebend sein am Ende des Tages, ob alles so ist, wie die Menschen es gerne hätten. Dann muss man ja gerade zur Wahl gehen und sagen, dann mache ich es anders, dann wähle ich andere. Aber zu Hause bleiben ist immer die falsche Antwort. Von daher werden wir uns gemeinsam, und nicht nur die Politik, es reicht nicht aus zu sagen, ich warte einfach, bis eine andere Politik kommt. Sondern beide Seiten, die heute nicht wählen gehen und die, die gewählt haben und die, die gewählt worden sind, müssen einen Weg füreinander finden oder zueinander finden. Sonst haben wir bald eine Demokratie ohne Wähler, und das ist dann keine mehr.